Herzlich willkommen zu Teil 3 unserer Herbsttour. 2 Tage aktives Angeln stehen auf dem Programm. Los geht's! Ich habe es vor dem Intro schon kurz erwähnt. 2 Tage aktives Angeln stehen auf dem Programm. Das heißt Angeln mit Fireball, Angeln mit Vertical Jig, Angeln mit Posen, die man in der Strömung treiben lässt. Es wird auf jeden Fall interessant, es wird spannend. Wir sind jetzt auch schon einige Stunden am Angeln. Stefan und Marc sind mit einem anderen Boot unterwegs, fischen Fireball und Vertical Jig. Ich habe mich hier verankert mit einer Boje mitten im Fluss und lasse eine Pose hinten raustreiben. Konnte auch schon 2 kleine Fische fangen. Marc und Stefan haben auch schon gefangen, deswegen wird es jetzt Zeit, dass die Kamera ins Laufen kommt, damit wir hier alles, was passiert, für euch einfangen können. So, jetzt bin ich gerade bei Marc und Stefan vorbeigefahren und siehe da, der Stefan ist am Drillen. Steht sauber drin, würde ich sagen, oder? Von der Sache ist der Boy, ja. Gut erklärt. Nee, wirklich. Er ist vorhanden. Wer direkt was Phase ist. Wer direkt was los ist. Der Sache ist er da, ja. Doch. Was ein Punkt. War knallharter Einstieg. Ja? Also gerade am Rausrücken, weg zum Ufer zu fahren. Die Motor an, Route nur mit einer Hand fest. Da kam der Einstieg. Ein Schlag. So Leute, wie ihr im Hintergrund erkennen könnt, bin ich am Driften. Ich bin nicht mehr an der Boje befestigt. Meine Pose ist hier neben dem Boot. Die Boje liegt hier hinter mir im Boot. Das hat folgende Bewandtnis, und zwar ist es halt so, dass das Wasser gestiegen ist. Mit dem Wasseranstieg ist sehr, sehr, sehr viel Treibgut gekommen. Ich dachte eigentlich, wenn ich die Pose mit der Strömung treiben lasse, kann ich dem aus dem Weg gehen. Dem war leider nicht so. Sofern ich mit dem Boot fixiert war an der Boje, dass das Angeln vom treibenden Boot mit der treibenden Pose funktioniert, weil ich dann einfach mit dem Kraut treibe und das Kraut keine Chance hat, sich in meiner Schnur festzusetzen, weil es keinen Fixpunkt gibt. Alles ist in Bewegung und auf die Art und Weise versuche ich jetzt halt hier die Montage sauber zu halten und vor allen Dingen fängig zu halten. Letzten Endes ist das auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir gehen weg vom Stationärangeln. Wir hatten ähnliches Phänomen schon jetzt in den letzten Tagen. Beim Stationärangeln kleine Wasseranstiege, die extrem viel Dreck mitgebracht haben. Klar kann man dann über Umlenken und Absenken die Hauptschnur aus dem Schuss nehmen, aber letzten Endes kann man es auch nur bis zu einem gewissen Punkt beeinflussen. Und bei uns hat dann irgendwann angefangen, sich die Vorfächer und die Köder komplett mit Kraut zuzusetzen. Und die Vorfächer kann man nicht schützen vor Treibgut, das ankommt. Selbst in den Strömungsschatten und Rücktrieren, in denen wir irgendwie die Montagen angeboten oder aufgebaut und umgelenkt hatten, fing sich so viel Zeug, dass es stationär angeln in dem Sinn nicht mehr besonders effektiv war. Deswegen haben wir gesagt, gehen wir aktiv aufs Boot, lassen uns mit dem Treibgut treiben und versuchen da noch ein paar Fische rauszukitzeln. Und da sind wir jetzt gerade dran. Guten Morgen, liebe Leute. Tag 2 unserer Aktiv-Angeltour steht auf dem Programm. Ihr seht hier gerade im Hintergrund keinen Fluss und kein Wasser. Das liegt daran, dass wir nicht am Wasser sind. Wir sind momentan noch da, wo wir die Nächte im Moment verbringen, beziehungsweise die Nächte nach dem Aktivangeln. Wir fischen halt von morgens bis abends. Da wir nachts eh nicht fischen, haben wir gedacht, okay, dann schalten wir den Urlaubsmodus nochmal ein, mieten uns nochmal für 2 Nächte hier Zimmer, pennen da, können da duschen gehen und dann geht es wieder am nächsten Morgen gestärkt auf den Fluss. Das haben wir jetzt auch vor. Die Sachen sind soweit vorbereitet. Wir stürzen uns jetzt raus. Gestern war schönes Wetter, heute ist Regen. Wir werden wahrscheinlich gut geduscht. Ich hoffe, es reißt heute noch mal auf. Am Horizont sieht man schon so ein bisschen den aufreißenden Wolkenhimmel.
vielleicht passt ja noch. Fakt ist, wir sind hochmotiviert und ich denke, die Welse wahrscheinlich auch. Und mit Sicherheit wird es den einen oder anderen Kontakt geben. Schauen wir mal. So, dann haben wir unseren Freund Hannes auch mal im Drill. Vertikal. Der Fisch scheint richtig vernünftig zu sein. Sehr geil. Echt heftig. Hat den Fireball komplett weginhaliert. 150 Gramm, kleiner Köderfisch. So, fahren wir mal ans Ufer. Händchen? So, der Fireball hat gezündet, im wahrsten Sinne des Wortes. Knapp 5 Meter Wasser, Köder unterm Boot geführt wie die ganze Zeit schon. Plötzlich ein Echo im Mittelwasser. Zunächst über meinem Köder, dann habe ich den Köder hoch über den Kopf vom Fisch gehoben. Da kam auch relativ schnell das Einsaugen, kurz mitgegangen mit der Rute. 3-4 Sekunden Anhieb gesetzt und dann ging der Tanz los. Richtig coole Aktion, deshalb macht man aktiv angeln. Sehr, sehr schön. So, noch schnell ein Wort zur Erfolgsmontage. Ich fische hier heute den Snap Fireball mit einem Einzelhaken-Drillingssystem für den Köderfisch, ganz normal. Ein bisschen Abstand zum Bleikopf, damit der Köderfisch freiere Bewegung hat. Der Snap Fireball hat den Namen deswegen, weil er über diese beiden Einhänger bzw. Snaps variabel im Vorfach befestigt werden kann. Man umwickelt dazu mit dem Vorfach einfach nur den Draht, zieht dann oben in die Öse und dadurch ist er gegen Verrutschen auf dem Vorfach geschützt, ist fixiert. Und wenn ich jetzt merke, okay, ich habe jetzt einen Flussabschnitt mit weniger oder mehr Strömung und ich möchte mein Bleikopfgewicht variieren, kann ich schnell ausklippen und ein anderes Gewicht einklippen, das besser zu meiner Situation passt, ohne dass ich das Vorfach dafür irgendwie neu machen müsste. Von daher sind wir hier sehr variabel unterwegs. Wir haben nämlich hier unterschiedliche Streckenabschnitte mit unterschiedlicher Strömung und da kommt uns das natürlich richtig schön zugute. Jo, das war eigentlich schon alles. Ansonsten ganz normales Vorfach. Ich weiß nicht, 40, 50 Zentimeter lang. Ein kleiner Wirbel hier, damit das Ganze schön gelagert ist. Und das war es eigentlich schon. Und jetzt geht's weiter. Leute, ich werde bekloppt, ey. Ich bin fix und fertig. Leider konnten wir euch den Drill nicht zeigen, weil ich allein mit dem Schlauchboot ein Stück vorausgedriftet war. Bei 9 Meter Wasser, wie der Köder ein Stück angehoben kam, ein Knüppel hatte Einschlag. Dann ging es richtig zur Sache. Man konnte direkt schon ahnen, dass das noch ein besserer Fisch ist als der eben. Ist er auch mit 2,26, richtig gut im Futter. Hat einen tollen hohen Flossensaum hier hin raus, sehr hoch. Daraus hat er auch viel Kraft gezogen im Drill und mich das spüren lassen an dem leichten Vertikalgerät. Ich bin, wie gesagt, fix und fertig, aber es hat sich gelohnt und jo, das ist Vertikalangeln. Leute, ihr seht's,
hier im Hintergrund. Marc und Stefan sind dabei, erste Ausrüstungsgegenstände Richtung Auto zu tragen. Ja, rückblickend kann man sagen, es war eine gelungene Aktion. Wir hatten echt viele Fischkontakte, haben sehr, sehr schöne Fische gefangen und können uns absolut nicht beklagen. Also wir haben sowohl beim Posenangeln als auch beim Vertikalangeln mit Fireball und auch mit Vertical Jig Fische fangen können. Von daher war wirklich alles dabei, was wir uns davon erhofft hatten. Insgesamt findet die Tour am heutigen Tag auch ihr Ende. Unsere Herbsttour ist vorbei. Um darunter jetzt ein Fazit zu ziehen, kann man nur sagen, dass es eine grandiose Woche war. Wir hatten eine mega Zeit. Erstmal war es eine geniale Zeit hier mit zwei super guten Kumpels eine Woche in der Natur. Dazu haben wir noch jede Menge tolle Fische gefangen, von allen Größen, von ganz klein bis ganz groß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe auch, die ganze Videoreihe zur Herbsttour hat euch gefallen. Und wenn dem so ist und ihr noch kein Abonnent seid, dann seid doch so gut und abonniert den Kanal, denn dann verpasst ihr zukünftig keine Videos auf diesem Kanal. Und wenn ihr immer up to date sein wollt, dann solltet ihr unbedingt auch die Glocke abonnieren, denn dann kriegt ihr immer Info, sobald was Neues auf diesem Kanal passiert. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg, eine gute Zeit am Wasser, passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.